Hallo Glätzer, grüß Gott, jetzt haben wir den Tesla Model 3. Früher haben wir einen Reservekanister mit Benzin im Auto gehabt. Bei dem Elektroauto ja, stellt sich es ein bisschen anders dar. Da braucht man dann ein Verlängerungskabel, dass man irgendwo laden können, wenn die Ladestationen besetzt sind. Der Kunde ist zu uns gekommen, der ist den letzten Winter, und das ist jetzt wirklich kein Witz, mit Mantel, Handschuhen und Kappe Auto gefahren, weil das Heizmodul, das BTC-Modul kaputt war und Tesla das momentan im Rückstand hat. Jetzt haben sie den lieben Mann den ganzen Winter mit dem Mantel fahren lassen. Ja, das ist echt lustig. Muss man sich das Bild vorstellen, sitzt in einem tollen, modernen Auto mit Mantel und Handschuhen. Wir haben das Modul jetzt bekommen, direkt aus Amerika, und haben das eingebaut. Gott sei Dank, die Heizung läuft. Das ist ein BTC-Modul. Zur Erklärung, das ist das Modul. Früher war ein Wärmetauscher mit Wasser durchflutet und hat die Wärme abgegeben und die Luft erwärmt. Mittlerweile macht man das ja alles elektrisch, ist ein PTCL-Modul, Positiv Temperature Koeffizient. Das heißt, das ist ein Kaltleiter, da sind alles Kaltleiter drin und der Kaltleiter hat ja die tolle Eigenschaft, sobald er ein bisschen Temperatur bekommt, dann steigt der Widerstand und dementsprechend schnell die Temperatur. Also sehr effizient, wenn es funktioniert. Jetzt funktioniert es wieder. Also, wenn Sie mit Tesla Probleme haben oder im Winter ein warmes Auto brauchen, kommen Sie zu uns. Alles Gute, ciao!